einen wunderschönen guten Morgen. Tabea und ich sind jetzt gerade fertig mit Essen, das habt ihr gerade gesehen. Wir packen jetzt die Muppets zusammen, weil wir gleich quasi grob eine Stunde zu unserem ersten Spot fahren. Wir haben heute einen Spot auf dem Weg, zwei Spots. Dann geht's in die Unterkunft. Ein bisschen ausruhen, ein bisschen rumgucken, was da Spannendes gibt. Die Unterkunft heute sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus als das, was man sonst so gewöhnt ist, aber das seht ihr nachher noch. Und gibt's sonst irgendwas? Achso, und eventuell machen wir uns am Abend nochmal zu einer Höhle, weil es da ganz, ganz viele Vögel geben soll, die dann da rund um Sonnenuntergang unterwegs sein sollen. Gucken wir mal noch. Und hier haben wir halt unsere T-Shirts an. Stimmt, habe ich noch gar nicht genau gezeigt. Ja, das ist mein erstes T-Shirt hier. Kannst du mal. Ja, da ist nämlich der Loop drauf. Also so ein bisschen, das ist schon schmutzig, weil ich einfach dreckig bin. Dann gibt es noch die Rückseite. Da ist die ganze Strecke, die wir gefahren sind, praktisch hier. Ups, da. Genau, und das ist quasi T-Shirt Nummer 1. Es gibt noch ein zweites T-Shirt, das trage ich vielleicht morgen. Gucken wir mal. Ich hätte gerade so einen Käfer auf der Brust. Alter. Okay. Ich möchte ihn streicheln. So, Tabea und ich sind am ersten Spot angekommen. Das ist wieder ein Aussichtspunkt, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. So, Aussicht ist sehr, sehr, sehr schön. Wir sind hier die ganze Zeit so eine Art Fliegen unterwegs. Die sehen so ein bisschen aus wie Spinnen. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Die gehen mir so unfassbar auf die Nerven. Ich werde die ganze Zeit begrabbelt, Alter. Immer so 4-5 Stück um mich an den Beinen und so. Und dann setzen die sich dahin, krabbeln da so hardcore lang, als hätten die irgendwie, weiß nicht, Energy Drink getrunken. Ja, sieht schön aus, aber das fuckt so ab. Das kann ich gar nicht vorstellen. Also, das sind wieder so Kleinigkeiten, die mich da so auf die Palme bringen. Aber das ist unglaublich nervig. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wie wenn ihr so eine Wespe habt. Ihr esst so entspannten Eis, habt ihr so eine Wespe, die einfach nicht weggehen will. Und das, davon sind dann so 4-5 die ganze Zeit. Ja. Aber dafür ist es sehr, sehr, sehr schön. Hallo. Wanna take a selfie? So, wir haben jetzt genug geguckt. Jetzt geht's wieder zurück. Tabea steht schon am Moped. Wir fahren jetzt ungefähr nur noch mal 12 Minuten und dann geht es zu einem kleinen Café. Das soll ebenfalls eine schöne Aussicht haben. Und ja. Von daher, GoPro steige ich mir jetzt dafür nicht und muss einfach direkt da gerade zum Café. So, wir sind da jetzt am ersten Spot. Am nächsten meine ich. Das sieht wieder sehr, sehr, sehr schön aus. Allerdings haben wir jetzt das erste Mal das Phänomen, dass es sehr, sehr voll ist. Mit sehr viel Einheimischen auch, wie es aussieht. Von da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt überhaupt einen Platz in einem Café hier bekommen. Wir laufen jetzt einmal nach hinten rum, gucken nochmal nach, ob es da vielleicht noch ein paar Plätze gibt und dann, mal gucken, drück die Daumen. So, das hier ist tatsächlich so gedacht, dass man sich da draufsetzen und dann die Beine runterbaumeln lassen kann. Tabea demonstriert das bestimmt gleich einmal für uns. Und ja, das hier ist die Aussicht. Ne? Dann kann man sich jetzt gleich noch einen kleinen Kaffee, Tee, irgendwie sowas hier mit dazu nehmen. So, Tabea hat sich schon mal hingesetzt hier. Super. Ja. Tabea hat uns jetzt hier gerade mal eine schöne Erdbeermilch mit rangeholt. So, Update zum Smoothie.
Also die Erdbeermilch ist, es schmeckt sehr, sehr gut. Ist aber mehr ein Erdbeersmoothie geworden. Keine Ahnung, was ist. Die hat irgendeine Creme reingemacht. Und dann halt warm, weil warm auch einfach immer günstiger ist als, ja, wie sagt man, als kalt. Genau, als kalt. Ja. Uns ist gerade noch aufgefallen, dass irgendwie die Leute, wenn es ums Thema Fotos machen geht, immer, also wirklich immer zu Tabea gehen. Das war in Tabeas Urlaub bisher immer so. Also im London Urlaub einmal. Im London Urlaub, aber auch so. Also da ist ja auch, ich weiß nicht, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier beide mit Kamera in der Hand. Und jetzt kamen hier auch gerade schon wieder zwei Leute und wir sitzen ja immer nebeneinander. Es ist immer Tabea, die angesprochen wird für ein Foto. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich einfach zu grimmig. Ja, vor allem, wo ja auch so viele andere Leute sind. Also hier sind ja so viele. Ja, unterwegs. Es gibt hier ganz, ganz viele Leute, die auch neben uns quasi sitzen, da die Reihe lang. Aber Tabea ist ja immer die Auserwählte für die Fotos. Ich nehme es als Kompliment. Ja. Wir sind jetzt fertig mit Rumgucken, mit Essen und allem. Packen jetzt die Mopeds wieder zusammen. Wir müssen nur noch ungefähr 10 Minuten bis zur Unterkunft fahren. Deswegen machen wir das jetzt fix. Auch dafür stelle ich mir die GoPro nicht wieder um, weil ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, sprich, wir sehen uns dann als nächstes bei der Unterkunft. So, für Tabea und mich geht es jetzt zum ersten schönen Spot hier vor Ort. Wir fahren jetzt zu einer Höhle. Den Rest seht ihr gleich. Hostel bzw. unsere Unterkunft zeige ich euch nachher noch in Ruhe. Ja, da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen dunkel, weil das dauert jetzt auch eine ganze Weile, wenn wir da vor Ort sind. Und ja, jetzt geht es erstmal dahin mit Moped. Let's go! Waiting for
Wir sind jetzt gerade in der Höhle gewesen. Ich habe mich erstmal gar nicht weiter gemeldet, weil das war sehr atemberaubend. Es war sehr, sehr, sehr schön, extrem dunkel, teilweise extrem, also wirklich luftfeucht, sodass wir da oben lang gelaufen sind. Und ich auch minimal außer Puste wegen den ganzen Treppengesteige. Aber es war so luftfeucht, meine kompletten Ohren waren nass irgendwie, mein T-Shirt hat sich pitschnass angefühlt, aber halt auch nur in so kleinen Ecken dann teilweise, das war sehr, sehr krass. Fledermäuse haben wir gesehen, unfassbar fette Fische, weil die da drin halt wahrscheinlich keine natürlichen Feinde haben. Ja, genau, jetzt sind wir wieder zurück, denn in einer halben Stunde sollte es hier so ein Event geben, dass dann da angeblich 300.000 Vögel wieder quasi in die Höhle zurückfliegen bei Sonnenuntergang. Und das ist ja bald schon, deswegen bleiben wir noch ein Momentchen hier. Deswegen habe ich hier so einen schönen Crepe. Ja, und dann gucken wir uns das mal noch mit an. Das ist sogar kostenlos, uns anzugucken. Wir haben jetzt, was haben wir als Eintritt gezahlt? Umgerechnet 8 Euro. Ja, 57 pro Person. Ja, 57. Er ist schon eher teuer. Ja, dafür waren wir halt aber auch anderthalb Stunden unterwegs. Ne? Also von hinlaufen bis wieder zurücklaufen. So. Genau. Ja, ansonsten die Leute wieder sehr, sehr, sehr freundlich. Ich fand, die Frau hat sich auch sehr viel Zeit genommen für quasi uns, dass wir halt Bilder und Videos machen können. Hat mit der Taschenlampe hingeleuchtet, wirklich gewartet, bis der Fokus gesessen hat. Also Sachen, das war sehr, sehr cool. Ja, wieder alle sehr, sehr nett. Und das sind halt auch hier immer so Kleinigkeiten, wenn zum Beispiel in dem Crepe dann auch nochmal so ein Thank-You-Sticker dran ist. Ist einfach schön, da fühlt man sich echt sehr wohl. Ja, so, ich esse noch in Ruhe auf und dann gucken wir gleich, ob die Vögel vorbeikommen. Update. Wir haben gerade den Tipp bekommen von einem der Guides hier, weil wir an der quasi Treppe jetzt erstmal noch gesessen haben, dass wir doch mal den Weg hier hochlaufen sollen, weil man da die Vögel wohl am besten sieht. Alter Schwede, wackelt das, heilige Scheiße. Ja, dementsprechend gehen wir jetzt da mal fix hin. Der Weg hier ist der Wahnsinn. Was man nicht alles macht. Und vor allen Dingen, wie es auch wieder durch Zufall einfach dazu kommt, wir hätten ja jetzt auch einfach noch 2 Stunden da sitzen können, ewig auf die Vögel warten und dann brauche ich nach Hause gehen. Aber er ist vorbeigekommen, hat uns angesprochen und gefragt, wie viele Vögel warten. Und der Bär hat hier gerade einen Haufen hingelegt. Tabea und ich sind jetzt wieder an dem Spot, wo wir vorhin ganz kurz waren, mit dem Booten, nämlich da hinten. Da waren wir nur auf der anderen Seite. Wir sind jetzt den ewigen Weg da durch den tiefsten Dschungel gelaufen, um dann quasi ins Ziel zu stehen. Und hier sollten eigentlich dann diese ganzen Vögel ankommen. Gucken wir mal, da oben sitzen auf jeden Fall noch jede Menge Fledermäuse. Ja, mein Sonnenuntergang ist noch nicht komplett. Sollte bald losgehen und dann mal gucken, wie die hier vielleicht eingetrudelt kommen. Hoffentlich. So, bisher haben wir nicht sonderlich viel gesehen, außer so ein paar Fledermäuse, die hier drin immer mal wieder von A nach B fliegen. Aber so langsam tut sich da oben doch was am Himmel. Die ersten paar Vögel sind auf dem Weg, wie es scheint. Wir wollten nämlich gerade fast schon abbrechen, weil es irgendwie gar nicht mehr gelohnt hat. Aber so langsam tummeln die sich da oben. Mal gucken. Okay, langsam wird's. Man sieht es jetzt schon deutlich, ja? So, die machen jetzt gerade wie so eine Art Tornado und immer wieder kommen so 3, 4 dann quasi mit reingeschossen. Wir haben jetzt einige Vögel gesehen, es sind bei weitem keine 300.000. Es sind ein paar, die sieht man da oben im Himmel, da kreisen die nämlich noch. Genau, und ansonsten in der Höhle haben wir auch die ganze Zeit noch Fledermäuse, die hin und her fliegen. Und ja, wir haben jetzt an der Stelle auch eigentlich genug gesehen. Ja, machen uns wieder zurück, weil die Sonne ist soweit eh schon untergegangen. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwie spektakulärer wird. Und bevor wir jetzt gleich bei kompletter Dunkelheit hier nochmal quer durch den Wald rennen müssen, gehen wir lieber jetzt und dann
ja, sehen wir uns gleich beim Moped wieder. Man natürlich auch immer nicht vergessen darf, das sieht bei den Videos immer teilweise sehr toll aus, mit schön, da fährt man irgendwo hin und gut ist. Die Wege dahin, ne, das ist quasi die Rückseite der Höhle. Du läufst halt wirklich hier über so eine Trampelpfade, quer durch den Dschungel und mehr ist halt einfach nicht. So sieht es dann da halt auch mal aus. Das ist halt das, was man halt machen muss. Ne? Das ist nicht irgendwie so, dass man da hinfährt und dann ist alles direkt da. Wir haben auch jetzt allein hier bei der Höhle schon wieder 4,5 Stunden verbracht. Ne? Und alles, was wir gesehen haben, war Höhle, eine Menge Wald und ein paar Vögel, die oben gekreist sind, damit ich halt effektiv daraus vielleicht 20 Sekunden wirklich gutes Videomaterial gewinnen kann. Ne? Also nur um das mal so in so eine Perspektive zu versetzen. Wir sind jetzt gerade wieder in dem Spot, an dem wir vorhin schon waren und quasi, wo wir darauf hingewiesen wurden. Da saßen wir nämlich da vorne auf der Treppe, dass wir doch einmal hinten rumgehen sollen. Jetzt gucken wir hier gerade nach oben. Hier gibt es auch ein paar Vögel. Nicht so viele und auch irgendwie nicht so spektakulär, weil die hier nicht in die Höhle da hinten quasi reinsausen, sondern halt ein paar, aber trotzdem sehr cool. Und Tabea und ich sind jetzt wieder zurück, haben gerade einen Moment Pause gemacht und wollten eigentlich gerade beide für unsere Videos nochmal draußen die Anlage filmen. Machen wir bitte die Tür auf. Und irgendwie war es klar, aber wir haben es nicht gecheckt. Es ist jetzt einfach draußen schon fucking Nacht. Also so klar, wir sind ja bei Sonnenuntergang zurück, aber irgendwie sind wir doch nicht davon ausgegangen, dass das dann doch so schnell geht. Dementsprechend gibt es die Anlage dann doch morgen früh quasi im Video und dann zeige ich die euch dann da. Ja, wir machen uns jetzt nochmal fix für 7-Eleven. Einfach nur Abendbrot essen, danach geht's hier hin, einfach nur noch pennen. Sprich, es passiert nichts Spannendes mehr. Und von daher ist jetzt an der Stelle schon wieder Verabschiedung angesagt. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Tabea sagt auch auf Wiedersehen. Ja. Und ja, wir sehen uns wieder wie immer im nächsten Video.